zusammen. Ja, und zwar war ich bei Action gewesen und ich habe gedacht, ich mache dann mal wieder ein Haul, weil es sind doch wieder einige Sachen zusammengekommen und es gibt auch wieder einige neue Sachen bei Action, die ich euch zeigen möchte. Hier habe ich den Kassenzettel. Ja, ein langer Kassenzettel. Ja, dann werde ich auch mal anfangen und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, dann werde ich hier mal mit anfangen. Ach ja, und die Preise werde ich euch dann einblenden, wie immer. Ich habe hier einmal diese Sticky Notes. Die gibt es ja auch schon etwas länger. Und die sehen dann so aus. Ich finde die richtig schön. Deswegen habe ich die auch noch mal gekauft. Genau diese hier. So, dann habe ich hier solche, ja, Tags. Ich hoffe, man kann alles sehen. Da sind 15 Stück drinne. Steht hinten zumindest drauf. Also 15 solche Tags. Da kann man halt ja, Washi-Tape, Samples drum wickeln oder am Pocket Letter mitmachen oder auch irgendwie verbasteln oder so. Genau, die dann einmal. Dann habe ich hier so ein, ja, Notizbuch in lila. Sieht fast aus wie so ein kleiner Filofax. Ich finde den auch richtig schön von den Farben her. Da ist auch ein Kuli mit drin. Genau, ich kann eins ja gleich mal öffnen, denn ich habe mir zwei gekauft. Einmal diesen. Und hinten sehen die dann so aus. Genau, lila und pink, rosa mit grün und hier unten dann noch so ein paar Blümchen. Ja, ich werde dann mal einen öffnen. So sieht das Ganze dann aus. Boah, hier sind dann halt noch so für Adressen. Und dann hier alles so liniert. Genau. So, dann mache ich mal weiter mit den Ostersachen. Ich habe mir noch schon so ein paar Ostersachen gekauft. Dann habe ich hier einmal Servietten. Die fand ich ganz niedlich. So, ich hoffe, ich kriege auch alles so weit drauf. Dann habe ich mir so zum Aufhängen. Hier steht Frühlingsschmuck. Kann man so wenig sehen. Da Frühlingsschmuck. Das sind so zwei, ja, Vögelchen. Das fand ich ganz niedlich. Deswegen habe ich mir die auch noch gekauft. Aus Holz. Genau. Dann habe ich mir hier viermal solche Osterboxen gekauft. Die sind jetzt zusammengefaltet. Das fand ich auch irgendwie ganz niedlich mit dem Häschen hier, Küken. Deswegen habe ich mir den auch gekauft. Ich lege das da mal so weit hin. So, dann habe ich hier solche Oster-Sticker für Ostereier dekorieren. Zum Beispiel kann man da so an den Eiern dann Augen, so Wackelaugen draufkleben.
Hier drunter hat man dann auch so ein Gesicht, was man auf dem Ei draufkleben kann. Hasenohren. Ja, da kann man die Eier dann halt schön mit dekorieren. Das fand ich ganz toll. Ja. Und deswegen habe ich die auch gekauft. So, dann habe ich hier noch Ostersticker, 112 Stickers. Und die sind ja mal mega süß. Hier sind dann einmal solche hier. Die kann man bestimmt auch schön für Pocket Letter oder so. Und schaut mal, wie süß ist das denn? So niedlich. Und hier und hinten ist dann auch noch mal eins. Genau. So süß. So, es gibt auch wieder neue Washi-Tapes und die möchte ich euch zeigen, denn ich habe mir ja einige gekauft. So, und zwar diese hier. Ich werde euch das mal einmal einblenden, weil die kosten alle gleich. Deswegen blende ich euch das einmal ein. Ein bisschen länger. Wie gesagt, die kosten alle gleich. Da habe ich einmal diese hier. Dann solche. Solche in Blau. Die fand ich auch ganz schön. Dann hier solche noch. Da finde ich das ja auch richtig toll. Das mit den Sternen. So was Ähnliches habe ich auch. Bisschen in, ja, ich glaube, dunkleres Grün. Das sieht auch ganz schön aus. Die sind immer alle schön, finde ich. Habe ich auch zweimal gekauft. Vielleicht werde ich eins verschenken oder ein Tauschpäckchen. Ich weiß es noch nicht. So, dann habe ich auch schmale Washi-Tapes gekauft. Das sind die hier. Muss das gleich irgendwie anders machen, weil das wird schon ziemlich voll. Und die hier, die fand ich mega schön von den Farben her. Dann dieses hier. Und dieses dann. So, ich muss das eben anders machen. So, dann geht's weiter. Ich habe mir hier selbstklebende Schmucksteinchen gekauft. Gemstones. Ja, so bling bling, Glitzer. Wie gesagt, selbstklebend. Ja. So für Pocket Letter halt. Fand ich auch ganz toll. So, dann habe ich mir auch Sticker gekauft. Es gab auch wieder einige neue Sticker und 3D-Sticker. Ja, und die werde ich euch dann jetzt zeigen. Und zwar fange ich mal mit den neuen an. Diese hier. Ich blende euch das dann auch einmal ein, weil die alle gleich kosten. Und da habe ich mir gleich ein paar mehr gekauft, weil wenn man die für Pocket Letter oder so verwendet,
Dann geht da auch immer schon mal ein ganzer Stickerbogen auf. Deswegen habe ich die gleich viermal gekauft. Die sind auch recht dünn. Ich lege das da mal hin. Dann noch solche, die sind auch etwas dünn. Die sind dann aus Stoff. So, dann mache ich hier mal mit weiter. Und die 3D-Sticker zeige ich euch dann danach. Und zwar habe ich hier Hello Kitty, aber die gibt es ja auch schon länger. Die habe ich dann auch zweimal gekauft. Dann habe ich noch mal Hello Kitty. Aber ich weiß gar nicht, ob diese jetzt neu sind. Ich habe die sonst da noch nie gesehen. Deswegen habe ich die auch zweimal gekauft. Ich liebe ja Hello Kitty. Das wisst ihr ja auch. Genauso liebe ich auch Frozen. Deswegen schaut mal, habe ich hier Frozen Stickers. Yay! Die sind echt toll. Wahnsinn. Deswegen durften diese auch mit. Die habe ich dann auch zweimal gekauft. So schön. Und dann habe ich hier noch einmal Winnie Pooh. Das fand ich auch ganz süß. So, und jetzt die 3D-Sticker. Die sind jetzt neu bei Action. Den Preis werde ich euch dann auch einmal einblenden, weil die auch alle gleich kosten. Und zwar diese hier. Richtig schön. Ich liebe ja 3D-Sticker mit Glitzer und ja, so mit Strasssteinchen. Von diesen habe ich auch zwei Stück gekauft. Wie gesagt, wenn man dann halt ein Pocket Letter oder so macht, dann geht da doch schon immer ein Stickerbogen auf. Dann solche. So passend jetzt auch, ja, bald für Frühling halt. So mit den Blumen und von den Farben her. Richtig schön. Dann solche hier. So mit Kaktus. Dieses sieht auch toll aus hier unten. Dann noch solche. Und dann einmal diese hier. Ja, das war's dann auch mit meinem Action Haul. Wie ihr seht, ist einiges zusammengekommen an Sachen. So, ich nehme das mal eben vom Stativ. Hier diese 3D-Sticker, die es neu gibt. Washi-Tape. Ja. Gut, dann werde ich mich jetzt auch erstmal bei euch verabschieden. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.